Jolina ist auf dem Weg, Laura ist auch wieder auf dem Weg hoch auf den Turm. Wir sind auf 7,5 Meter. Kann sie, also ich möchte da fast von einer Sensation sprechen, eine Sensation schaffen und auch nur einen von beiden, Steffi oder Philipp, hinter sich lassen? Ich traue der seit vorhin komplett alles zu. Ich auch. Laura. Handstand, vorwärts, Salto, gehockt. Das sehen wir gleich von Jolina im Finale. Sie freut sich sehr drüber, aber sie hat mir auch verraten, sie hat null damit gerechnet. Und demnach hast du auch eigentlich gar nicht so viel trainiert, ne? Nee, also es tut mir leid, euch jetzt alle enttäuschen zu müssen. Ihr guckt euch jetzt wahrscheinlich dasselbe nochmal an. Toi, 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 dass es nochmal genauso gut klappt. Ich habe nur dreimal trainiert und hatte keinen dritten Sprung. Deswegen mache ich den zweiten jetzt nochmal. Und der war so cool eben. Ganz Berlin, die Halle unterstützt dich. Wir sind alle mit dabei, drücken dir die Daumen. Zeig dein Bestes. Hier, Jolina! Die ist echt super. Und meine Güte, dann ist es halt der gleiche Sprung. Pff, super. 3,5 der Schwierigkeitsgrad. Komm, hau noch mal einen raus, Mädchen. Hau noch mal einen raus. Ja! Und ja, sie ja. haut noch mal einen raus. Ein bisschen kurz, ja, nicht ganz ja. fertig gedreht, nicht ganz gerade rein, aber ja. egal. Hey, super. Was für eine Leistung beim RTL-Turmspringen 2022 von Jolina. Hier haben wir den Sprung nochmal. Ja, wird nicht ganz fertig. Ja. Aber ne, sie hat es ja gerade gesagt, was für ein Weg, was für eine Leistung. Dreimal trainiert und ja. liefert hier ab, ihr und, Finalsprung. Und wer hätte das gedacht, ne? Und das nehmen wir auch mit nach Hause. Ja. Ne? Dieses Grinsen, dieses Lachen ja. von dieser so tollen Person. Ganz, ganz super. Jolina, hier sehen wir nochmal deine Punktewertung. War nicht ganz so sauber wie der allererste, aber es war wirklich, wirklich großartig, was du hier abgeliefert hast heute. Wir schauen nochmal auf deine Zeitlupe. Erzähl uns mal schnell, wie der Sprung für dich war. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich habe am Anfang besser gestartet. Aber irgendwie mittendrin bin ich verloren gegangen. Aber das ist scheißegal, weil ich habe mir heute selber bewiesen, was ich kann. Und das langt mir. Und das mit nur dreimal Training. Gar nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn du 30 Mal trainiert hättest. Wirklich großartig. Und Jolina, du hast natürlich knallharte Konkurrenz mit Steffi und Philipp Boy jetzt gleich noch, die gleich kommen. Aber du bist hier am heutigen Abend definitiv die Gewinnerin der Herzen. Das kann ich dir schon sagen. Hier kommt nochmal dein ganz großer Applaus. Nimm das mit. Tolle Bereicherung für die Show. Vielen, vielen Dank. So, Jolina, unfassbar stolz darf sie sein, sind wir alle auch. Und jetzt kommen wir zu Stefanie Edelmann. Und die hat sich was vorgenommen. Ein Sprung mit Schwierigkeitsgrad 4,5. Die will das Ding. Ja, es ist vom 7,5-Meter-Turm ein Salto rückwärts mit einer Schraube. Also es hat es in sich und deshalb dieser hohe Schwierigkeitswert. Aber sie muss ja etwas riskieren. Ja. Sie braucht eine hohe Wertung. Sie weiß, wer gleich noch kommt, ohne Jolina zu nahe zu treten. Aber Philipp Boy kommt da gleich noch zum Abschuss. Und jetzt warten wir gleich erstmal, bis Steffi und auch Laura oben sind. Der Aufzug fährt hoch. Auf 7,5 Meter. Wenn Sie jetzt stecken bleiben, verschieben Sie sich die nachfolgenden Sendungen um 3 Tage. Was ist eigentlich mit Knossi und dem 10-Meter-Turm? Stimmt, wo ist eigentlich Knossi? Knossi, bist du noch da? Der ist weg. Wo ist der Knossi? Nee, da sitzt er doch. Da, der ist ganz still geworden. Aber, aber er geht in sich, er bereitet sich vor auf diesen Flug, ist das ja eher. Ist kein Sprung, ist ein Flug vom 10-Meter-Turm. Ihr hattet das ja irgendwie, vorhin ist er ja zu dir gekommen und hat gesagt, ich springe vom 10er. Ja, ich will das unbedingt machen. Das erste Mal in meinem Leben beim RTL-Turmspringen. So aber, hat er das gesagt. Aber er hat noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, denn oben stehen bereit Steffi und Laura. Und liebe Zuschauer, für mich ist es schon eine riesengroße Aufgabe, hier überhaupt hochzufahren mit dem Fahrstuhl. Ich traue mich gar nicht bis vorne ran. Du machst gleich ein Salto rückwärts mit Schraube und Tralala noch hinten dran. Du bist der helle Wahnsinn. Schwierigkeit 4,5. Was dürfen wir gleich von dir erwarten? Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, aber Zoll ist abgehakt. Ich bin im Finale, bin mega happy. Und eigentlich freue ich mich schon mehr, mit Moritz da oben zu stehen.
Ganz neuer Sprung, haben wir so noch nicht gesehen. Gebt noch mal alles. Hier ist für euch im Finale, im Einzelspringen, Stefanie Edelmann. Ja, 4,5. Abliefern und dann mit viel Abstand auf der 1. Wir gucken. Sie muss vorlegen für Philipp Boy. Wie bekommt sie den hin? Ah, ah. Ja, er sah gut aus und dann überdreht, ne? Ja, seitlich auch, ne? Ja, ja. Das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, aber sie weiß es natürlich selbst. Macht sie ja auch selbst sehr gerne, dieses... So, jetzt gucken wir nochmal. So, das sieht da alles gut aus. Gut, Schraube, ja, die Schraube. Und da rotiert sie schon mit dem linken Arm. Ja, und die Füße gehen auseinander. Die Füße gehen auseinander und dadurch passiert es dann aber nochmal, ne? Nicht falsch verstehen zu Hause, bitte. Das ist eine Top-Athletin. Da sind die Füße auseinander, so ein bisschen Schere. Dann kommt da mehr Rotation rein in die Körperlängsachse. Aber wir ziehen den Hut. Sie ist hinter Jolina. Sie ist hinter Jolina. Ja, das war leider nicht der Sprung, der es hätte sein sollen. Die Beine sind sehr weit auseinandergegangen. Nein, es waren nicht die Beine. Ich habe überdreht. Also wenn ja, man guckt... Ja. Ja. Ich mache die Schraube und eigentlich hätte ich so bleiben sollen und drehe dann noch weiter. Ein bisschen zu viel Schwung gehabt, ein bisschen zu viel Elan vielleicht. Was? Ein bisschen zu viel Schwung und Elan gehabt im Sprung runter. Ja. Aber es war cool. Ja, und sich das überhaupt zu trauen, Steffi. Ja? Also Hut hier, Respekt, Wahnsinn, ihr seid der Knaller. Herzlichen Glückwunsch, gleich noch die Chance im Synchronspringen. Ja, also, da sehen wir dich gleich auch noch mal. Und ich husche jetzt zum Boy. Ich muss angeblich auf den 10-Meter-Turm. Bye, bye. Ja, würde mich mal die Meinung der Experten, der Trainer interessieren, ob nicht doch das Auseinandergehen der Füße bei dieser Überdrehung eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht. Also sie hat obenrum zu sehr gedreht. Okay, ja. Also, ja, sie muss es eigentlich auch selbst besser wissen, ne? Sie ist ja da runtergesprungen. Ja, du weißt es auch mal nicht. Ja. Ja. Aber das, was jetzt kommt, Laura... Nein, pass auf. Ja, immer. Jetzt immer, kommt der Knaller. Immer. Nein. Ach so, ich weiß. Wenn der Philipp Boy, was ich ihm nicht gönne, jetzt irgendwie so ein Ding drin hat wie Stefanie Edelmann, dann gewinnt Jolina das Turmspringen 2022. Dann springe ich sofort... Ich bin kaputt. Springe ich hier runter in Rückwärtssalto. Ohne Scheiß. Wenn die das... Weißt was du? Ohne Scheiß. Wenn die das... Dann springe ich von hier. Ist ja egal. Weil die, ist ja hier Ringelpilz. Wir haben noch Synchronspringen danach. Ja, das ist mir doch scheißegal. Springe ich hier, wenn das... Das mach ja, okay. Aber jetzt haben wir erstmal da auf 10 Metern. Da steht da schon Philipp Boy. Ist Laura auch schon oben? Oder die traut sich aber, glaube ich, nicht so weit nach vorne. Er wartet auf mich. Oh, das ist einfach so grausam hier. Du machst hier gleich einen Handstand und machst so Salto und also was noch darunter, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist die Idee von meinem Trainer. Ich hab ja das in der Matz gesagt gehabt, also der hat immer tolle Ideen gehabt, ne? Und ich habe es umgesetzt. Und das ist von der Schwierigkeit, du hast es mir gerade auf dem Weg hier oben nochmal genau erklärt, lass uns das mit den Zuschauern teilen, das ist von der Schwierigkeit schon wirklich eine enorme Herausforderung. Ja, also ich stehe halt mit dem Rücken zum Wasser und muss halt genau am Rand den Handstand, den Schweizer, perfekt stehen. Das ist so die erste Hürde. Und dann hoffentlich noch den Sprung ins Wasser sauber bringen. Ne? Du wirst das ganz toll machen, da bin ich mir sicher. Philipp Boy oder Jolina, wir sind gespannt. Das große Finale, die Entscheidung fällt jetzt. Ja, Handstand, anderthalbfacher Salto, rückwärts gestreckt. 4,5 der Schwierigkeitsgrad. Philipp Boy. So, ist das der Sprung zum Sieg beim Turmspringen, beim RTL-Turmspringen 2022? Wir sind auf dem 10-Meter-Turm. Der Typ ist irre. Das würde ich sagen, ist er der Sieg verdient mit diesem Sprung. Ja, das ist der Sieg. Das geht gar nicht anders. Ja, Ast rein, kommt gut rein. Bisschen überdreht, aber das ist egal bei dem Niveau.
mit den 4,5 als Schwierigkeitsgrad. Das ist er, der erste Platz. Und zwar deutlich für Philipp Boy nach einer Wahnsinnsleistung. Wow. Das ist er. Einmal die 10 dabei, die geht zwar raus aus der Wertung, aber 119,25. Boy vor Jolina und Steffi. Unglaublich. Ich habe keine Worte mehr für euch. Alles gut aufgegangen? Ja. Einmal kurz nachgedrückt, aber... Was heißt nachgedrückt? Na, oben im Handstand. Okay. Beim Hochgehen, wie gesagt, mein Trainer so, bloß keinen Schritt machen, das gibt richtig viel Abzug. Und ja, kein Schritt machen. Ne? Also das ist dann immer... Ja, sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Kannst du mir mal dieses Gefühl beschreiben vom Zehner? Man dreht sich, alles passiert zeitgleich. Man muss irgendwie noch nachdenken, was jetzt als nächstes kommt. Also, als ich das erste Mal da oben stand, wie gesagt, ich springe hier ganz sicher nicht runter. Ich muss es eigentlich auch meiner Frau versprechen. Die hat heute erfahren, dass ich vom Zehner springe. Ja, so ist Upsi. Halt. Aber ich habe mein Versprechen kopfwärts eingehalten, nicht mit dem... Mit den Füßen zuerst. Ich bin mega, mega happy, dass das alles so aufgegangen ist, die ganzen Sprünge. Also das Herz, das pocht schon brutal. Und du hast das Turmspringen gewonnen im Einzel, Philipp Boy! Lass dich ein bisschen feiern und drücken. Oh, schön nass sind die alle.